Wort hat jetzt die Frau Kollegin Ines Claus, Fraktionsvorsitzende der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt aktuell so viele Meldungen, Informationen, Sachstände zur Corona-Situation, dass ich verstehe, dass viele Menschen verunsichert sind. Die Menschen sind müde und wütend. Sie sind der Themen einfach überdrüssig. Sie sind wütend. Das hat die Kollegin Faeser auch vorhin schon zitiert. Und dieses wütend gehört zu 1000 Wortschöpfungen, sagt das Deutsche Leibniz-Institut, die in der Corona-Pandemie entstanden sind. Das Feuerwerk der Besonnenheitswortwitze der Kollegin Faeser und die weiteren Punkte in Sachen sich lustig machen über die Impftabelle mit Schalke 04-Witzen oder noch einmal die Besonnenheit dagegen zu stellen. Ich weiß nicht, ob Sie damit hier einen Floskel-Hotspot herstellen wollten, um in diese Liste reinzukommen. Auf jeden Fall sage ich Ihnen, das ist nicht gelungen. Die Krise ist zu ernst, als dass wir uns mit solchen Vergleichen aufhalten. Wir müssen uns immer wieder diesem unsichtbaren Gegner stellen. Und das immer wieder aus anderen Blickwinkeln heraus, mit neuen Mutationen, aber auch mit neuen Hilfsmitteln, die wir haben. Natürlich können die Antworten auch nicht die gleichen sein wie vor einem Jahr. Aber die richtigen Antworten zu geben, das ist schwierig. Und da ringen, glaube ich, alle drum. Da ringt auch der Teil der Bundesregierung, der SPD, drum. Deswegen kann ich es auch nicht verstehen, den Angriff in Richtung unseres Ministerpräsidenten, dass er sich nur um die Kanzlerkandidatenkür der Union gekümmert hat. Ich kann es nur verstehen, wenn die SPD vielleicht neidisch ist, dass bei uns der Parteivorsitzende Kanzlerkandidat geworden ist. Aber wir sind in der schwersten Krise in Friedenszeichen. Es scheint eine Plattitüde, aber es ist schlicht und ergreifend die Wahrheit. Frankreich, die Niederlande, Schweden, alle ringen mit Inzidenzen jenseits der 300. Auch bei uns laufen die Intensivstationen zunehmend voll, und wir müssen darum bangen, dass Menschen, die eine Behandlung brauchen, keine bekommen. Über 5000 Menschen werden derzeit wegen Corona intensiv behandelt. Es sind so ungefähr so viele wie zuletzt an Weihnachten. Damit will ich keine Angst machen, aber ich will auf die Situation hinweisen, wenn man Kritik darüber äußert. Und immer wieder tauchen neue Mutationen auf. Frau Kollegin Wissler hat es gerade auch erwähnt. Die Doppelmutante in Indien, 350.000 neue Corona-Fälle, die gemeldet wurden, und Tote, die auf Scheiterhaufen verbrannt werden. In der Schweiz ist mittlerweile dieses Virus, und die Bilder der Verzweiflung und des Todes schnüren mir zumindest den Hals zu, wenn ich daran denke. Ja, die dritte Welle dauert auch bei uns an. Sie hat sich aufgebaut und bedroht das Gesundheitssystem. Daraus resultiert Hilflosigkeit, aus Hilflosigkeit Verzweiflung und aus Verzweiflung manchmal Wut. Ganz aktuell haben wir das in der vergangenen Woche bei 50 Schauspielerinnen und Schauspielern gesehen. Wir werden auch diese Woche noch vertieft darüber sprechen. Aber erlauben Sie mir, dass ich kurz einen Blick darauf richte, was alles Dichtmachen ausgelöst hat. Ironie klappt nie, das hat in Teilen auch die Frau Kollegin Faeser vorhin gespürt. Aber eins ist doch an der Debatte überdeutlich geworden. Das Virus und der Umgang mit dem Virus spaltet die Gesellschaft wie nur ganz wenige andere Themen in den vergangenen Jahren. Aber mit ihrer Kritik zeigen die Schauspieler natürlich auch ihren Schmerz. Und sie halten der Regierungspolitik auch den Spiegel vor. Das ist übrigens auch Aufgabe von Kunst. Aber sie müssen sich auch eins gefallen lassen, und das ist die Erwiderung. Ihre Kritik ist einseitig und lässt vieles außen vor. Die Situation der Erkrankten, die Ängste vieler Menschen
Auch die Angst vor weiteren Öffnungen, die Lage der Kliniken, des Pflegepersonals, der Verstorbenen, der Angehörigen, die Sorge um Familienmitglieder, um Väter, Großmütter, ja, seit der Mutation auch um Kinder und Enkel. All das bleibt bei dieser Kritik außen vor, und es gibt vor allen Dingen auch keine Alternativvorschläge. Und weil diese Aktion so kurz gedacht war, gibt es eben Applaus auch von rechts, ohne dass, glaube ich, diese Schauspieler in Verdacht stehen, so zu denken. Daraus muss man aus meiner Sicht drei Ableitungen treffen. Erstens, es gibt kein Schwarz und Weiß in dieser Krise. Es gibt gerade nur diese Krise, und die ist grau. Wer seine Meinung sagen darf, das ist die zweite Ableitung, darf keine Sanktion oder gar ein Beschäftigungsverbot erhalten. Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht und darf nicht staatlich sanktioniert werden. Natürlich soll es weitere Tatorte mit Tuco und Liefers geben. Für seine Meinungsfreiheit bestraft zu werden, widerspricht meinem, widerspricht unserem Verständnis. Ich finde es auch nicht sinnvoll, die Beiträge wieder zurückzuziehen. Ich würde es für sinnvoller erachten, dass die Akteure von Alles dicht machen bei Allemal eine Schicht machen mit dabei sind. Das wäre konstruktiv und würde vor allen Dingen auch mal den Blick darauf richten, dass man sich in die Situation der anderen versetzt, warum die eine Meinung oder warum die andere Meinung auch richtig ist und vor allen Dingen, warum der Mittelweg häufig der gute Weg in grauen Zeiten ist. In unserem Fokus, das habe ich schon gesagt, sind die Notärzte, die Pfleger, die Menschen in unserem Gesundheitssystem. Und an dieser Stelle nochmal namens der CDU-Fraktion ein Dankeschön an alle Menschen in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. Allein die kurzen Berichte in den Medien, der tägliche Druck dieser Arbeitssituation und das bei einem dauerhaften Piepen, das durch Mark und Bein geht, verdient unseren anständigen Dank. Und jeder wünscht sich, und das ist meine dritte Ableitung aus dieser Aktion vom Wochenende, jeder wünscht sich, dass diese Krise vorbei ist. Auch wir. Und deswegen blicke ich jetzt auch mal, so wie viele andere Kolleginnen und Kollegen, auf das Bundesinfektionsschutzgesetz. Wir alle kämpfen seit einem Jahr gegen diese Krise. Viele Ministerpräsidentenkonferenzen gab es, und jetzt gab es das Gesetz. Der Kollege Rock hat dazu eben einen Angriff in Richtung Föderalismus gefahren. Den weise ich ausdrücklich zurück. Und ich weise ihn nicht nur ausdrücklich zurück, ich biete Ihnen an, das auch noch kurz zu erklären. Was der Bund gemacht hat, ist in der absoluten Systematik des Grundgesetzes. Der Bund hat im Rahmen seiner konkurrierenden Gesetzgebung, und er hat eine Rechtsgrundlage im Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 für gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten bei Menschen und hat davon Gebrauch gemacht im Sinne des Artikel 72 Absatz 1. Das ist die Rechtsgrundlage, da ist nichts verwerflich, und insoweit muss das klargestellt werden. Und an dieser Stelle möchte ich auch sehr deutlich sagen, das war ein Angriff der Kollegin Faeser, warum das Land nicht die Bedenken vorgebracht hat. Natürlich hat das Land die Bedenken vorgebracht. Es hat es in Richtung Bundesregierung gespiegelt, und in Richtung Fraktionen haben sie es auch gespiegelt. Es wurde nicht komplett gehört anscheinend, aber das gehört soweit dazu. Also, wenn wir überall die Mehrheiten haben, werden die Gründe auch gehört. Das ist in diesem Fall nicht geschehen, aber das gehört zur Wahrheit auch dazu. Frau Kollegin Klaus, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rock? Nein. Dieser Gebot von meiner Seite, weil er hat gesagt, was der Bund da gemacht hat. Da habe ich ihm nur mal erklärt, weil er an anderer Stelle die Verfassung so schön zitiert hat, dass ich noch mal darauf eingehe. Also an dieser Stelle auch noch was zum Setzpunkt der AfD vom Donnerstag. Nach meiner Auffassung ist der Setzpunkt erledigt, weil er ins Leere läuft. Sie schütteln den Kopf.
Aber da steht unter Absatz 6 bei Ihnen die Forderung, Einspruch einzulegen. Das Gesetz ist mittlerweile in Kraft. Insoweit sehe ich es so, als sei der Antrag erledigt. Aber so viel dazu. Eins sei mir auch gestattet. Ich möchte sehr deutlich sagen, dass es richtig ist, dass gehandelt wurde. Und da unterscheiden wir uns vielleicht in diesem Haus, nämlich die Verantwortung ist mit der Abwägung und nicht mit dem Populismus verwandt. Jenseits der allgemeinen Rechtslage ist natürlich weiterhin die Akzeptanz ein ganz wichtiger Gradmesser. Und natürlich, je länger die Grundrechtseingriffe dauern, desto intensiver werden sie auf der einen Seite und auf der anderen Seite, desto schwieriger ist es auch, die Akzeptanz zu halten. Deswegen ist es auch wichtig zu erklären, dass Maßnahmen wirken, wir aber noch nicht am Ziel sind und dass wir deswegen weitere Maßnahmen brauchen. Und für dieses Ziel müssen wir mehr erklären, weil es eben kein Schwarz und kein Weiß gibt. Deswegen gehört es bei der Diskussion der Maßnahmen auch dazu, zu erläutern, warum Entscheidungen getroffen wurden, aber die getroffenen Maßnahmen nicht eben alle ganz klasse finden. Ich kann Ihnen persönlich die 165er-Marke auch nicht erklären. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es wichtig ist, dass es eine Grenze gibt. Ich finde die Ausgangssperrenlösung aus Hessen auch besser als die Bundeslösung, weil es eine Ultima Ratio-Lösung ist. Ich sage Ihnen aber auch, dass es wichtig ist, dass wir Maßnahmen haben, weil wir noch nicht am Ziel sind. Und deswegen, dieses Gesetz ist keine Glanzleistung, aber es ist eine Krisenleistung. Und bei einer Krisenleistung gehört der Faktor Zeit dazu. Insoweit wird Verantwortung in Krisenzeiten nicht glanzvoller, aber wichtiger. Es kann, wie gesagt, kein ganz einfaches Auf- oder Zugeben. Es muss den Mittelweg geben. Und deswegen bleiben wir bei der Besonnenheit. Und deswegen werbe ich weiterhin dafür, für die Akzeptanz. Und deswegen ist es auch wichtig zu zeigen, dass die Maßnahmen wirken. Denn Modellrechnungen haben ergeben, wo wir wären, wenn wir keine Maßnahmen gehabt hätten. Und das wurde verhindert. Und auch, Spoiler für den Kollegen Rock, jetzt komme ich wieder zu meiner Impffreude, die ich weiter beibehalten werde, weil auch das Impfen die Dynamik der Pandemie jetzt schon verändert. Und auch, und das will ich auch feststellen, wir würden uns wünschen, dass es noch schneller geht. Ja, aber wir müssen doch weiterhin feststellen, dass es eine Riesensensation ist, und ich werde auch nicht müde, das festzustellen, dass es eine Riesensensation ist, dass wir mehrere Impfstoffe haben, die gegen dieses Virus wirken, die dieses Virus zurückdrängen und vor allen Dingen tödliche Verläufe nehmen. Zudem schützt die Impfung nicht nur individuell, sondern sie ist ein weiterer Schritt für uns alle aus der Pandemie heraus, weil sie eben auch andere Personen schützt. Und wenn man das konsequent denkt, dann führt das auch zu weiteren Öffnungen. Und deswegen begrüße ich sehr deutlich, auch im Namen meiner Fraktion, dass am Freitag die Prio-Gruppe 3 geöffnet wurde. Und zwar, es war ein konsequenter und logischer Schritt, dass das Impftempo erhöht wird, unter anderem für unsere Feuerwehr, die Polizei, den Katastrophenschutz, aber auch für die Menschen im Einzelhandel und in der Kinder- und Jugendhilfe. Und jetzt komme ich wieder zu einem Punkt der Kollegin Faeser, die sich gewünscht hätte, dass die Erzieher geimpft werden. Natürlich werden Erzieher geimpft. Die haben wir vorgezogen. Das haben Sie vorhin behauptet, das wurde nicht gemacht. Das wurde gemacht. Insoweit auch da eine Richtigstellung. Und natürlich sind Rankings auch interessant. Aber die wichtigste Frage für jeden Einzelnen ist doch, wann werde ich geimpft? Und wenn ich das richtig verstanden habe, gab es solche Anlaute seitens der FDP für Impfnationalismus. Da sperren wir uns auch völlig gegen. Wir sind in einem geordneten Konzert
in der Europäischen Union. Und das tut uns auch gut, weil wir an der Stelle natürlich auch gucken müssen, wenn wir uns einfach mal ein Unternehmen wie VW ansehen, wie sieht das denn aus mit Lieferketten? Da macht es doch keinen Sinn, wenn wir hier nur deutsch geimpft sind. Also bitte, Herr Rock, was war das denn für ein Ansatz? Wir stehen weiterhin dazu und wir hoffen, dass wir noch mehr Tempo auf das Impfen kriegen und dass das der richtige Weg ist. Hessen liegt bei den Zweitimpfungen, das haben wir auch gehört, auch auf einem vorderen Platz. Und das finde ich auch bemerkenswert. Und deswegen danke ich auch allen, die sich dafür täglich einsetzen. Ich habe eben auch gesagt, bei den Erstimpfungen ist noch Luft nach oben. Und das bestreitet ja auch keiner. Aber die Unterschiede und warum sie Schwankungen unterliegen, das haben wir an der Stelle auch schon gehört. Wir haben auch gehört, dass die Impfdosen, die wir bislang bekommen haben, im Länderunterschied eben auch andere waren. Soll heißen, um mal eine konkrete Zahl zu sagen, während das Saarland pro 100 Einwohner 43,6 Impfdosen erhalten hat, wurden nach Hessen 35 Impfdosen geliefert. Das macht rein numerisch einen Unterschied, und auch das gehört zu dieser Sachdebatte dazu. Und ich bleibe auch dabei, dass ich mich freue über die Impfleistung. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind gestern 33.000 Menschen in Hessen geimpft worden. 33.000 Menschen. Das ist eine herausragende Tageszahl. Und mit einer weiteren Zufuhr von Impfdosen wird es noch besser. Insoweit ist es doch unsere Aufgabe, auch hier drüber zu sprechen und vor allen Dingen nicht nur um Erfolge darzustellen, sondern um den Menschen Mut zu machen. Und deswegen erneuere ich auch meinen Dank an alle, die mitimpfen, an alle Hausärzte, die seit 2 Wochen mitimpfen, aber in Kombination natürlich mit den Impfzentren. Und ich freue mich auch im Namen meiner Fraktion, dass bald die Betriebsärzte mit eingebunden werden. Alles, damit weiter Impftempo zu uns kommt. Und insoweit ist es ein weiterer konsequenter Baustein, um gegen diese Krise zu kämpfen. Was wir jetzt brauchen, und das ist ganz maßgeblich, es darf jetzt kein Impfneid aufkommen, denn die Wartezeiten werden kürzer, die Impfdosen werden mehr und vermutlich, das haben wir auch schon gehört, werden bald die Priorisierungen aufgegeben. Insoweit brauchen wir noch etwas Geduld, aber auch da die gute Botschaft ist, es ist Licht am Ende des Tunnels und es wird auch langsam heller. Und dazu tragen viele Bausteine bei. Richtig war es beispielsweise, die Testpflicht an Schulen einzuführen, um damit Schule abzusichern. Natürlich gibt es auch die Vorbehalte, zu sagen, man könnte auch zu Hause die Tests durchführen. Aber gerade um die 100% dort stattfinden zu lassen, haben doch Epidemiologen geraten, in der Schule zu testen. Und da ist es doch sinnvoll, sich anzuschließen, gerade wenn es um unsere Kinder geht. Und mit geimpften Lehrern, den RH-Regeln und eben den verpflichtenden Tests kann Schule stattfinden, wenn die Inzidenzen unter die 165 bzw. unter 100 sind. Ich danke deswegen auch insbesondere, auch wenn jetzt gleich der Einwurf der Krokodilstränen vielleicht noch einmal kommt, wie vorhin beim Ministerpräsidenten, ich danke allen Schülerinnen und Schülern in den 7. bis 9. Klassen, dass sie die ganze Zeit diese Situation für uns alle ausgehalten haben. Und das war kein Ärgern dieser Altersklasse, sondern das war ein Abwägen. Ein Abwägen zu einem Zeitpunkt, wo geschaut wurde, wie viel kann man besonnen, verantworten. Und zu einem Zeitpunkt, als es noch keine verpflichtenden Tests gab, als es noch keine ausreichenden Selbsttests in Schule gab, hat man überlegt, welche Schülerinnen und Schüler kann man in die Schule schicken, weil sie eben noch nicht zu Hause lernen können, und welche müssen an der Stelle zurücktreten, um zu Hause zu lernen, damit die anderen gehen können. Eine klassische Abwägung. Insoweit mein herzlicher Dank an alle, die die Schule die ganze Zeit digital zu Hause organisieren. Aber die gute Nachricht ist, jetzt haben wir die Tests. Sie sind mit dabei bei der Marke 165. Insoweit auch gute Nachrichten an der Stelle. Wenn ich mir jetzt anschaue, den Anwurf, das Land Hessen hätte sich nicht beteiligt an den Milliarden des Bundes im Bereich des Nachholens der Lernrückstände. Natürlich hat sich das Land beteiligt.
mit 100 Millionen Euro. Und ich möchte auch ein Beispiel nennen. Es ist ja nicht nur in diesem Jahr, sondern wir haben letztes Jahr schon begonnen. Wir hatten die Feriencamps, die Deutschsommer, die Lern-Apps. Jetzt soll es einen Pool geben, um weiter aufzuholen mit individuellen Lernmaterialien. Also auch da bitte keine Halbwahrheiten. Es geht um unsere Kinder und da müssen wir ordentlich bei der Sache bleiben. Und ich möchte an der Stelle auch allen einmal ausdrücklich danken, die sich eben nicht nur beschweren, sondern die massiv an Lösungen mitarbeiten und nicht nur Beschwerde führen. Und da meine ich nicht nur die Ministerien mit, sondern ich meine auch die Lehrerinnen und Lehrer, ich meine die Schulämter, ich meine die Schulleitung und vor allen Dingen meine ich die Eltern und die Kinder selbst. Ihnen allen gilt der Dank der CDU-Fraktion. Gleiches gilt doch auch an den Universitäten, über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Man kann sie ja gar nicht alle nennen, die unter der Pandemie besonders leiden. Für sie wird natürlich auch nach Lösungen gesucht, aber sie sind auch diejenigen, die momentan noch drunter leiden. Und jeder erinnert sich vielleicht an die ersten Studientage, wie wichtig das war, auch dort vor Ort zu sein. Deswegen ist es doch umso wichtiger, dass wir konstruktiv mitarbeiten, damit diese Jugendlichen, diese jungen Erwachsenen an die Uni kommen und insoweit sollen Sie auch wissen, dass wir in Gedanken bei Ihnen sind und dass wir Verständnis für Ihre Situation haben. Und wir wollen auch all diejenigen nicht vergessen, und da kann ich auch nur Danke sagen an all die in den Ausbildungsbetrieben, die weiter ausbilden, Modelle bauen an die Hochschulen, an die Berufsschulen, die sich analog als auch online um die Generation kümmern, die unsere Zukunft ist und auf die wir das Leben nach dieser Krise gründen wollen. Und eine Generation möchte ich auch nicht außen vor lassen. Da gab es eben auch einen Vorwurf. Und ich springe in den Generationen etwas nach hinten. Es geht um die Senioren, es geht um die Heime. Auch da möchte ich mit dem Anwurf aufräumen, dass dort nicht zusammen gegessen werden kann. Nach dem gültigen Landesschutzkonzept darf dort gegessen werden. Es ist gemeinschaftlich gegessen werden. Es ist nicht verboten und man richtet sich nach den Empfehlungen des RKI. Insoweit bitte seien wir doch untereinander auch ein bisschen vorsichtig mit den Behauptungen, die wir haben. Sie gehen zulasten derer, die die ganze Zeit schon stark leiden mussten. Die Zeit, bis wir raus sind aus der Pandemie, wird eine fordernde und vor allem auch weiterhin eine schwer vorhersehbare bleiben. Wir alle sehen den Tag herbei, an dem wir Kultur, Sport und Gastronomie wieder erleben und vor allen Dingen auch genießen können. Als Politiker sehen wir uns den Tag natürlich auch herbei, weil die Betriebe dann endlich wieder erfolgreich wirtschaften können. Aber bis es soweit ist, das sage ich auch sehr ehrlich, müssen wir die Dinge hinnehmen, die wir nicht ändern können. Ganz egal, ob es ständig neue Mutationen sind oder Impfstoffe, die nicht oder nicht ganz geliefert werden. Und gleichzeitig müssen wir mit den Mitteln kämpfen, die uns zur Verfügung stehen. Da sind wir Gott sei Dank, und das sei auch mal gesagt, in Deutschland in einer privilegierten Situation, dass wir ausreichend FFP2-Masken haben, sondern dass es auch Testangebote, Gratis-Testangebote gibt, ganz gleich, ob in Schule, in Betrieben, in Apotheken, bei Ärzten oder in Testzentren. Deswegen auch meine Bitte, nutzen wir alle diese Testangebote. Denn jeder durchgeführte Test schützt nicht nur den Einzelnen und das Umfeld, sondern ist auch ein Beitrag dazu, dass wir das Infektionsgeschehen in Summe bestmöglich unter Kontrolle halten. Aber wie immer im Leben ist es auch eine Frage der inneren Einstellung. Und weil sich das gerade alles schon so unendlich lange zieht, weil viele von uns das Wort Corona eigentlich gar nicht mehr hören wollen und eigentlich alles unerträglich erscheint, ist es wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir Corona besiegen werden. Wenn wir das Impftempo weiter erhöhen, in der Zwischenzeit keinen Impfneid aufkommen lassen, wenn wir uns weiter an die AHA-Regeln halten, für Akzeptanz werben und zuversichtlich bleiben, dann sind wir in der letzten Phase dieser Krise angekommen. Zum Schluss werbe ich für diese Aufgabe. Einen Zeitpunkt kann ich Ihnen nicht nennen,
aber ich kann die Zuversicht dafür vermitteln. Das können wir übrigens alle. Und meiner Meinung nach ist es die Aufgabe dieses Hauses. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaus. Nächster Redner ist der Kollege Rolf Kahnt, der fraktionslose Kollege Rolf Kahnt. Bis 30 Minuten gilt bei Ihnen 2 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als gäbe es in der Pandemie nicht schon genug Konfusion. Die Erkenntnis, die Menschen haben die Schnauze voll, heißt jetzt, nur wenn die Menschen verstehen, was wir warum machen, werden sie Grundrechtseingriffe akzeptieren. Verwundert reibt man sich die Augen, hat man nun Blitzableiter und Zünder gefunden? Zur Erinnerung, waren die jetzt Gescholtenen nicht verständnisvoll genug, nahmen größte persönliche Opfer auf sich und vertrauten ihre Gesundheit und ihre Eigenverantwortung sogar staatlichen Behörden an? Haben sie nichts Besseres verdient, als zu Verständnislosen erklärt zu werden und weiterhin von vielen Lebensbereichen weggeschlossen zu werden, nur weil Regierenden im Bundestag nichts anderes einfällt? Auch mit seiner Notbremse, dem alles dicht machen, schießt der Bund über die Verhältnismäßigkeit hinaus. Täglich starrt man auf Inzidenzwerte und nichts anderes. Hessens Ministerpräsident, sonst außerordentlich gut mit Stehvermögen und Überzeugungskraft ausgestattet, gar als Kanzlermacher geadelt, hat trotz verfassungsmäßiger Bedenken zurückgesteckt, sich für Freiheit und Föderalismus einzusetzen. Eltern und Kindern wird noch mehr Leid zugefügt. Schüler und Schülerinnen sind kaum mehr in der Schule. Ein Blick in deren Zukunft ist ein Blick wie in einen Abgrund. Schon heute spricht man von einer verlorenen Generation. Noch schlimmer, 1 Million Arbeitsplätze gingen verloren. Überall liegen Nerven blank. Dabei brauchen die Menschen endlich einen verlässlichen Fahrplan. Eine bundeseinheitliche Dauer-Lockdown-Lösung ist die miserabelste aller Lösungen. Nachbarländer machen es uns im Übrigen vor, wie es mit Pandemie auch Freiheit geben kann. In Frankreich besteht man auf dem Recht auf Bildung. Die Niederlande nehmen bewusst mehr Risiko in Kauf und Österreich gibt dem Druck der Bevölkerung nach. Beschränken sich Hessen und Deutschland, ansonsten mit Ideenreichtum gesegnet, nur noch auf die Rolle des Bremsers, des Stubenhockers? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kahnt. Nächste Rednerin ist die fraktionslose Abgeordnete Alexandra Walter. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessens Weg aus der Corona-Pandemie ist ein Irrweg. Antikörper nach einer natürlichen Corona-Infektion sind bereits nach wenigen Monaten nicht mehr nachweisbar, insbesondere bei asymptomatischen oder leichten Erkrankungen. Impfantikörper nehmen schnell wieder ab. Daher können zweifach Geimpfte an Corona erkranken. Ich zitiere das RKI: Wie lange der Impfschutz anhält, ist derzeit nicht bekannt. Bei einer Wirksamkeit von 80% tritt der Impfschutz bei manchen Geimpften gar nicht ein. Wie Pfizer-Chef Burla Anfang April verkündete, wird wohl eine dritte Impfung verabreicht werden müssen. Und danach dürfen sich alle auf die jährliche Auffrischungsimpfung freuen. Warum Sie unter diesen Umständen zweimal Geimpften Privilegien einräumen, ist nicht nachvollziehbar. Die Impfung ist nicht der Weg aus der Pandemie. Ich zitiere wieder das RKI. Das Risiko der Transmission wird nach vollständiger Impfung vermindert. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass Menschen nach Kontakt mit dem Virus trotz Impfung symptomatisch oder asymptomatisch infiziert werden können und dabei das Virus ausscheiden. Hier stellt sich die Frage, ob die Geimpften oder die Nichtgeimpften das Problem sind. Die Teststrategie macht keinen Sinn.
denn Selbsttests, ja, die Wahrheit tut weh, denn Selbsttests weisen eine hohe Fehlerquote auf. Besonders die vielen falsch positiven Ergebnisse sorgen für Verunsicherung. Auch ein Nachverfolgen der Kontakte macht keinen Sinn, denn rein theoretisch könnte sich jeder immer und überall bei symptomlos Infizierten anstecken. Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren, das Virus lässt sich weder wegimpfen noch wegtesten. Die Menschen werden mit diesem Virus leben müssen, so wie sie auch mit anderen Viren leben. Einen anderen Weg aus der Pandemie gibt es nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Walter. Wir sind jetzt am Ende der Beratung angelangt. Ich darf Herrn Ministerpräsident Bouffier in seiner Funktion als Abgeordneter gemäß § 81 eine persönliche Bemerkung, das Wort zu einer persönlichen Bemerkung erteilen. Herr Ministerpräsident, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich hatte mich zu der persönlichen Bemerkung schon länger gemeldet. Frau Kollegin Klaus hat das jetzt eben aufgenommen, aber ich muss das wirklich sagen. In der Debatte ist sehr viel sachlich Falsches gesagt. Das kann man jetzt in der persönlichen Erklärung nicht aufwenden. Aber eine Sache, die hat mich wirklich empört. Frau Kollegin Faeser, Sie haben mir persönlich vorgeworfen, ich sei verantwortlich dafür, dass in Altenheimen die Bewohner, auch dann, wenn sie geimpft sind, und der größte Teil geimpft ist, nicht zusammenkommen können und auch nicht zusammen essen. Das habe ich mir extra mitgeschrieben. Ich stelle ausdrücklich fest, diese Behauptung ist falsch. Ich zitiere aus dem gültigen Landesschutzkonzept für die Pflegeheime, gültig ab 1.4. In Einrichtungen mit einer hohen Quote an Geimpften bzw. aufgrund einer genesenen Infektion mit SARS-CoV-2 immunisierten Bewohnerinnen und Bewohnern sind wohnbereichsübergreifende Gemeinschaftsaktivitäten möglich, zum Beispiel gemeinsame Mahlzeiten, Gruppenangebote und so weiter. Hierbei sind Herr Kollege Weiß, wollen Sie an meiner Verhandlungsführung Kritik üben? Offensichtlich nicht. Herr Ministerpräsident, Sie haben weiter das Wort. Es dient der Klarheit, es dient auch, glaube ich, dem Stil des Hauses. Deshalb habe ich mich als Abgeordneter gemeldet. Ich wiederhole noch einmal. Deshalb sind wohnbereichsübergreifende Gemeinschaftsaktivitäten möglich, zum Beispiel gemeinsame Mahlzeiten, Gruppenangebote und Ähnliches. Hierbei sind die üblichen Hygieneregeln etc. situations- und personenangepasst zu beachten. Gemeinsame Ausflüge sind unter Beachtung der lokalen und regionalen Vorgaben zum Infektionsschutzgesetz ebenfalls möglich. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, ich bin deshalb so empört, weil ich genau weiß, dass es viele ältere Menschen gibt, die genau so sehr auf diese Dinge gehofft haben, dass sie eben nicht noch weitere Monate alleine essen müssen, keinen Kontakt haben. Genau das war der Grund, warum ich als Regierungschef mit all meinen Kolleginnen und Kollegen genau zum 1. April das geändert habe. Ich wäre dankbar, wenn Sie in Ihren zukünftigen Äußerungen dies wenigstens berücksichtigen. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Da ich mir ja schon denke, was jetzt hier diskutiert werden soll, das ist ein Graubereich. Und deswegen bin ich da reingegangen, Herr Kollege Weiß. Ein Graubereich. Wenn ein Mitglied der Landesregierung sich meldet, das auch Abgeordneter dieses Hauses ist, und er sich durch eine Bemerkung in seiner Person verletzt fühlt, finde ich, ist es eine Frage der Fairness und auch des Stils, ihm diese paar Minuten zu geben. Wenn wir das nicht mehr machen wollen in Zukunft so, dann müssen wir es im Ältestenrat einfach diskutieren. Ich bin da ganz offen, aber ich finde es einfach eine Frage von Fairness und Stil. Und ich finde, die Grandezza sollten wir auch besitzen, das einfach zuzulassen. Es sind jetzt 2:22 gewesen. Der Ministerpräsident, der auch Abgeordneter ist, fühlte sich in seiner Person angegriffen. Und ich habe zugelassen, dass er entsprechend dann auch darauf reagieren kann. Herr Kollege Weiß, ich gerne, bitte. Aber tun Sie mir einen großen Gefallen jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie uns das jetzt nicht ausarten zu einer großen Geschäftsordnungsdebatte. Alles Weitere können wir dann im Ältestenrat beraten. Bitte, Kollege Weiß, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Dann rege ich an, dass wir das im Ältestenrat auf die Tagesordnung setzen. Das ist nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Beim Kultusminister ist das auch schon mal vorgekommen, der sich dann nachher noch mal als Abgeordneter gemeldet hat. Die Rechte einer persönlichen Bemerkung nach 81 sind auf die Abgeordnetenfunktion begrenzt. Der Ministerpräsident hat eben in der Funktion des Ministerpräsidenten geredet. Er hat in dieser Funktion als Mitglied der Landesregierung jederzeit das Recht zu sprechen. Und die einzige Funktion
oder der einzige Sinn, warum er jetzt hier den Paragraph 81 der Geschäftsordnung gezogen hat, war, dass die Oppositionsfraktionen jetzt keine Möglichkeit mehr haben, darauf zu reagieren. Und ich bitte, das im Ältestenrat aufzurufen, Herr Präsident. Nein, also wir machen das im Ältestenrat, ich würde sagen, in aller Ruhe und aller Gelassenheit. Wir sprechen darüber, weil es, wie gesagt, ein Graubereich ist. Aber ich würde jetzt raten, dass wir die Diskussion hier einfach beenden und es dann im nächsten Ältestenrat in aller Ruhe aufrufen und dort entsprechend beraten. Sind Sie einverstanden, dass wir es so machen? Ja? Okay. Dann würden wir so verfahren.